Also, wöchentlich reden wir über Donald Trump. Hast du übrigens seinen Auftritt miterlebt in Las Vegas gestern? Nein. Leider nicht. Also gut, ich tue dich ein bisschen update. Ich weiss sehr oft nicht, was passiert. Ich bin so gut informiert. Also, er ist dort auftreten. Für das habe ich gerade geheißen. In grössten Hits und hat gesagt, haben alle immer geredet davon, dass sie heissen. Niemand hat geredet davon, dass ich auch heisse. Und so. Weil er wollte, dass man nur von ihm redet, geht immer um ihn. Und dann ist der Teleprompter ausgestellt. It's not too hot out here, right? You know, it's not bad. I heard it was going to be terrible. I heard it was going to be so hot. Did you see we put out a notice saying, don't come? So only 20,000 people showed up. There's never been anything like this, but it's great to be back in the beautiful state. You know the state? We love it. Thousands. We don't have enough time. And now, by the way, it's 110, but it doesn't feel it to me, right? So, we'll stay out here for a little while. If anybody gets tired, you let me know. And if anybody goes down, if you start going down, we have people, they'll pick you up right away. They'll throw water. You know, they were so worried. Everybody was so worried yesterday about you. And they never mentioned me. I'm up here sweating like a dog. Secret Service said, we have to make sure everyone's safe. I said, what about me? Oh, we never thought of that. They don't think about me. I'm working my ass off. I'm working hard. This is hard work. Front row. Und dann hat er plötzlich nicht mehr weitergewusst und hat minutenlang vor sich hergestammelt über das Haifischproblem und so, wo kein Mensch verstanden hat. So this is entitled, The Snake. On her way to work one morning, down the path along the lake, a tender-hearted woman saw a poor, half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, O tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night. As soon as she arrived, she found the pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, O tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, you truly would have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. But instead of saying, thank you, ma'am, the snake gave her a vicious bite. Bite, vicious bite. Take me in, O tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, O tender woman, sighed the vicious snake. I saved you, cried the woman, and you're so tender and so nice. But you know, that if I hadn't taken in, your skin would not look so good, and you would have bitten me. But why? You bit me. Why did you bite me? Please, please, tell me, why? Why did you bite me? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before I took you in. And that's happening at our border, you see? Because we're taking in people that are a disaster for our country. So it's all happening at our border. Am Schluss hat er dann noch gesagt, übrigens, I don't care about you, I just want your vote. Ihr seid mir alle scheißegal, ich wollte nur, dass ihr für mich stimmt. Wie findest du das, Markus? The breeze? Because I don't want anybody going on me. We need every voter. I don't care about you. I just want your vote. I don't care. See, now the press will take that and they'll say, he said a horrible thing. They'll say, he said, you know what they did? I was just doing a little imitation das of this. Horrible, horrible. Das ist horrible. Wahrscheinlich ein Witz. Nein, das ist kein Witz. Roger, du bist der einzige Mensch, der ihn immer wörtlich nimmt. Ah, nein, aber das ist doch kein Witz. Wenn du Witz. Das sagst vor Leuten, die gekommen sind, stundenlang angestanden, I don't care about you. Nein, das ist in ihm. Es geht nur um gut. Ihn, es geht nicht um Amerika. Aber dass es dann noch sagt, weil der Teleprompter ausgestiegen ist. Mhm.
Das ist doch irgendwie grotesk. Ich weiss, du hast Kadavergehorsam gegenüber Donald Trump. Aber ich irgendwo muss dich schauen, wo es auch bei dir bricht. Markus. Nein, es passiert nie. Passiert nie. Nein, nein, aber schau mal. Der Mensch hat so viel gute Seiten, so viel Einsicht. Aber irgendwann hat er eine weiche Stelle. Roger, du beißest dich immer das falsche Zeug. Jetzt, ob die Anhänger enttäuscht sind oder begeistert sind beim Donald Trump. Las Vegas war ja ein Auftritt von seinen Anhängern. Jetzt hat er vielleicht einen Fehler gemacht. Nein, das hat er öffentlich gemacht. Ja, natürlich, aber es ist ja gleich. Ist er es ist völlig gleich, wie das Phänomen Donald Trump ist. Er kann die furchtbarsten, primitivsten, unanständigsten Sachen sagen. Und außer der Roger Schawinski wählt dann trotzdem jeden. Was ist das für eine Aussage? Du willst nie jeden. Jeder vernünftige Mensch sagt so einen. Ja, Mund ist schön, aber gut. So ist es nicht. So ist es halt nicht. Roger. In letzter Woche hat er in mehreren Interviews gesagt, also, man hat mir so viele schlimme Sachen angetan mit dem Prozess. Wenn ich wiedergewählt werde, werde ich alle meine Gegner, werde ich, kaputt machen, werde ich Rache nehmen, in mehreren Interviews. Let me ask you this. Right now, headlines everywhere, of course, you don't respect, but there are headlines out there that say, when you win your second term, that you are going to make the people that have come after you pay. Retribution and revenge. Yeah. And let me ask you this before you even respond to that. I want to play what if with you for a minute. What if when you win this election, you said, enough is enough. Too much is too much. This is a race to the bottom and it stops here. It stops now. They've made a half a dozen or more major attempts to take you off the playing board. And you just said, it stops now. I am going to rise above this cycle of ugly. I'm not going to play this gotcha retribution game. It stops now. I'll forgive. I'll not ever forget. But I am not going to play this retribution game. I am going to put the American people first, not getting my pound of flesh first. You got to do what you got to do. But I'm going to put this country as the shining city on the hill. I am moving forward. I'm not playing the retribution game. It stops with me. It stops here. What if you took that approach? I'm okay with that. I am. I'm okay with that. Sometimes, I'm sure in certain moments, I wouldn't be. You know, when you go through what I've been through, they spied on my campaign. You know, they spied on my campaign. Remember I announced it? Well, they did things that people don't even talk about. And I got rid of Comey, and I got rid of a lot of people. I got rid of a lot of people. Thousands of people at the VA. I cleaned it, 9,000 people. They were sadists. I got rid of them. But what they've done is bad. With all of that being said, we have to unite the country, Phil. The country has to be united. This country is a mess. Every situation needs a hero. What a great opportunity for you to stop this cycle, this vicious cycle of gotcha, gotcha back, gotcha, gotcha back. Every situation needs a hero. What a great opportunity to step up and say, you know what, it stops here, it stops with me. I think you'll be impressed. We have to unite the country, we have to save the country. That's not really saving the country. There are people that did some bad things, I know who they are and all of that, but as an example with Hillary Clinton, Und gefragt hat, man hat sie sogar angelegt. Gell, sie wollen nicht Diktator werden. Weil er selber hat das Wort Diktator reingebracht, hat er mal gesagt, I want to be dictator on day one. One day. Und das ist auch ein Witz gewesen. Und jeder Mensch, der ein bisschen Humor hat, hat das checkt. Und dann hat man ihn gefragt, und der hat kein, nein! Das sind keine Witze. Dass er redet, ohne zu denken. Und er sagt Sachen, wo er wirklich, Er hat auch schon gesagt, er will die Verfassung außer Kraft setzen. Was sagst du dem? Roger, schau mal. Ernsthaft. Das erste Beispiel, wo du gesagt hast, er dürfe Rache üben und so weiter. Das ist auch ein völlig verzerrtes Zitat, wo Mainstream-Medien in Amerika total verzerrt haben. Er hat gesagt, ich finde es schrecklich, wenn es da Gegenmaßnahmen gibt von den Republikanern. Ich fände das schrecklich. Aber es könnte sein, dass das passiert. Er hat es ganz ambivalent gesagt. Nein. Er hat nicht gesagt, ich werde meine Gegner nachher. Nein, er hat nicht gesagt. Wir können es nachlesen. Das zweite ist Diktator.
Diktator hat er auch eindeutig als Witz gemeint. Es ist völlig klar gewesen. Nur gesagt, ich tue sofort alle Massnahmen, die ich hatte, an der Grenze, damit die Grenze wieder sicher ist, tue ich wieder einführen. Das mache ich am ersten Tag. Und das darf er übrigens. Er kann, das ist gar kein Problem. Mit Executive Order kann er das machen. Headlines with this answer about abuse of power. Do you in any way have any plans whatsoever, if re-elected president, to abuse power, to break the law, to use the government to go after people? You mean like they're using right now? Pressed later. You would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, what? He's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's drill, not a, that's drill. That's not oh, no. That's not retribution. I got I'm going to be I'm going to be, you know, he keeps We love this guy. He says you're not going to be a dictator, are you? I said no, 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 other than day one. We're closing the border. And we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator, okay? But Mr. Trump Roger, has... Roger, noch eines. Bist du gleich? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir wirklich wichtig. Du hast immer das Gefühl, ja, alle Leute, die 50% von Trump wählen, die müssen schon saudumm sein, dass die das nicht merken. Sie merken es. Sie wissen ganz genau, dass das eigentlich erzählt. Und trotzdem werden sie ihn wählen. Nein. Und wir müssen doch über das reden. Genau. Warum wird er gewählt, obwohl er Sachen sagt, die der Roger Schawinski nicht gut findet? Gut, das ist eben das Schlimme. Das ist doch genau das Schlimme. Das ist gleich wie auch bei der AfD, wo die meisten Leute sagen, wir sind schon der Meinung, die sind rechtsradikal. Aber ich stimme trotzdem für dich. Ja. Und der Donald Trump, der sagt alle, das ist ganz schlimm, wenn Nein. man keine Kriterien mehr hat zwischen gut und schlecht. Und übrigens mit den Grenzen, der Donald Trump hat ja verhindert, dass man im Senat ein Abkommen macht, das die Grenzschliessung angebracht hat. Das ist sein Wahlkampfthema Nummer eins, weil es ist immer um ihn gegangen, nicht um Amerika, ums Land, um das Problem zu lösen. Und der Donald Trump hat jetzt erlebt, dass der Biden genau das gemacht hat, was du gesagt hast, Executive Action, Grenzen geht zu, letzte Woche. Nachdem er vier Jahre behauptet hat, das ist kein Problem. Nein. Er hat vier Jahre gesagt, das ist kein Problem. Er hat das größte Chaos angerichtet, was je gegeben an der amerikanischen Grenze. Und das ist genau das Gleiche wie im Mittelmeer, wo die Leute jetzt einfach kommen. Wenn man ein Grenzregime einfach zerstört und aufhebt, muss man sich wundern, dass Millionen, und es sind Millionen von Illegalen, die gekommen sind, hey, es ist so feig von Joe Biden, dass er kurz vor Durchschluss gibt er eigentlich seinen Gegner recht und sagt, ja, es ist wirklich blöd, wir müssen hier anziehen. Das ist doch völlig unglaubwürdig. Aber komm, wir reden mal... The history of our country by far has totally surrendered our southern border. His weakness and extremism have resulted in a border invasion like we have never seen before. Other countries have emptied out their prisons, insane asylums and mental institutions and sent us drug dealers, human traffickers, and terrorists. Millions of people have poured into our country, and now, after nearly 4 years of his failed, weak leadership, pathetic leadership, crooked Joe Biden is pretending to finally do something about the border. But in fact, it's all about show because he knows we have a debate coming up in 3 weeks. The truth is that Joe Biden's executive order won't stop the invasion. It's weak and it's pathetic. It will actually make the invasion worse. Millions of people a year will continue to pour across our border and be released into our country. And we recently learned Biden is secretly granting mass amnesty to hundreds of thousands of these illegal aliens, along with welfare, government benefits, work permits and jobs. He's not doing that, however, for our veterans. He's not doing that for our homeless. He's giving illegal aliens far more than our veterans get, far more than our homeless get. Many of the left are even pushing for illegal aliens to vote in our elections, which is what this is all about. That's why they're allowing up to 20 million people since he took office. When I was president, we built over 500 miles of border wall, stopped the flood of... Über den Joe Biden. Ja, Joe Biden habe ich auch geschaut, wie er sich auftritt. Wie er wieder rumstammelt und wieder keine Ahnung mehr hat. Ich finde, was Demokraten machen mit dem Land, ist viel, viel gefährlicher, wie sie jemand, der offensichtlich nicht mehr Kapazität hat, zum Präsident zu sein, einfach durch die Wahlen durchpushen. Das geht gar nicht. Das ist gefährlich, das ist verantwortungslos. Das ist viel, viel schlimmer als ein Donald Trump, den wir vier Jahre erlebt haben und wo alles, was du einmal gesagt hast, ja, der tut Demokratie gefördert, der tut sie abschaffen, der tut die Verfassung abschaffen und so weiter, hat er alles nicht gemacht. Wir haben vier Jahre erlebt,
was der Trump macht. Er redet viel Seich, das weiss man. Aber alles Inhaltliche ist nicht das eingetroffen, was er gesagt hat. Da sind Geiseln rausgeholt worden unter ganz speziellen Bedingungen und so. Mhm. Geiseln, das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Mhm. Und es gibt eine Organisation, die das macht, Hamas. Donald Trump sagt, die Leute, die am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben, wo Leute verletzt haben, wo Sachen kaputt gemacht haben, etc., wo rechtlich verurteilt worden sind, sind Geiseln. Er bezeichnet die als Geiseln. Und jetzt hast du das Gefühl, er hat gerade an Thomas gedacht. Was? Geiseln ist auch ein Wort, das jemand glaubt. Leute, die verurteilt worden sind. 1300 Jahre gibt es das Wort. Es gibt es nicht erst seit dem 7. Oktober. Und wenn er sagt, es sind Geiseln, das ist birrenweich. Aber das dürfen... Roger, was ich nicht verstehe, wieso regst du dich so auf? Wenn der so dumm ist, wie du immer darstellst, wenn der so schlimm ist, wie du immer darstellst, dann würde er nicht gewählt werden. Und das Gleiche, ich bin kein Fan von der AfD. Aber die AfD ist nur deswegen so stark, weil die anderen alle versagen. Und warum versagen sie? Weil sie Migrationspolitik zulässt, die die Leute nicht wollen und die jetzt langsam Tote gibt. Gut. Und das ist in Amerika also, genau abbrechen. Wir sind am Schluss. Ist noch genau das Gleiche. Die AfD ist gar nicht so stark. Sie haben 16%. Frühere Umfragen. Nummer zwei.